Schuften für das ersehnte Comeback. Im Trainingslager im südspanischen La Manga arbeitet Mats Hummels abseits der Mannschaft an seinem Neustart bei Vizemeister Borussia Dortmund. Das Ziel, der 31. Januar im Spiel bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig. Die Fortschritte sind im Moment gut. Also ich habe keine Probleme mit dem, was ich mache. Heute ein bisschen einen Ball am Fuß gehabt, endlich mal wieder nach langer Zeit. Und es ist für mich ist halt wichtig, dass ich schon eine Woche trainiere, bevor ich dann eben auch wieder spielen kann. Also ich würde nicht 2 Einheiten machen und wieder sagen, ich kann spielen, sondern schon dann eben auch, dass man 5, 6, 7 Einheiten hat. Und deswegen wäre es natürlich dann mein Ziel, nach dem Augsburg-Spiel einzusteigen, wenn das machbar ist, wenn das mein Fuß und alles zulässt. Und das ist aber auch, denke ich, im Moment schon realistisch. Der Innenverteidiger laboriert seit dem Länderspiel am 19. November in London gegen England an einem knöchernden Bandausriss am rechten Fersenbein. Jetzt will Hummels schnellstmöglich wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Die schwierigste Phase ist jetzt die jetzt gerade, wo man keine Probleme hat, wenn du laufen kannst, wenn du auch schon wieder einen Ball schießen kannst und dann in einem Platz nebendran die Jungs trainieren. Du weißt, okay, von deinem Gefühl geht's, aber natürlich macht es noch gar keinen Sinn, sowohl konditionell als auch von der Verfassung des Fußes hin. Und das ist, das ist jetzt der fieseste Moment, wo man nah dran ist, aber sich noch gedulden muss. Auf eine schnelle Rückkehr des 25-Jährigen hofft auch Sportdirektor Michael Zorc. Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit seines Abwehrspielers ist groß. Wintertransfers plant der BVB deshalb nicht. Wir haben das gemeinsam entschieden, dass wir uns mit diesem Kader eigentlich sehr wohlfühlen. Also in der Hoffnung, dass natürlich Ilkay und Mats dann auch jetzt irgendwann zeitnah wieder zur Verfügung stehen. Zeitnah ist die Leidenszeit für Hummels vorbei. Und damit ist vielleicht auch der Anfang vom Ende der Verletzungsmisere beim BVB erreicht.